Ich hau's jetzt einfach mal raus. Ich habe mir Tinder runtergeladen. So. Fühlt sich gut an. Nein, Quatsch. Heutzutage ist es kein großes Ding mehr, glaube ich, Tinder zu haben. Ich als Social Media Influencer muss ja wissen, was auf Social Media so geht, wie was influenced wird. Deswegen habe ich natürlich aus Recherchezwecken Tinder runtergeladen, um zu gucken, wie denn die Menschheit auf der Suche nach der großen Liebe so unterwegs ist. Jetzt kommt ein Flugzeug, vielleicht sitzt da meine große Liebe drin. Hallo, habt ihr Tinder? Ich guck gleich mal, ob neue Leute hinzugekommen sind, sobald ihr gelandet seid. Und schon nach kürzester Zeit musste ich einfach ein paar Accounts screenshotten und habe mir einen Ordner angelegt, der sich Tinder Gold nennt, weil es einfach so witzige Menschen und Bilder auf Tinder gibt. Aber es gibt nicht nur witzige Menschen, sondern anscheinend auch witzige Tiere auf Tinder. Zum einen Leandro, 27. Martin, 28. Barbossa, 27. Ich meine, wer swipet denn da nicht rechts? Ganz ehrlich. Oder auch hier Alonso. Von Alonso habe ich sogar ein super Like bekommen. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das der, vielleicht nicht doch der Typ ist. Also dem Hund würde ich ein Like geben. Cristiano, 29, hat sich für sein Alter ziemlich gut gehalten, würde ich sagen. Warum? Warum? Ja, ich denke, das ist ein gutes Tinder-Bild. Oh, Julian, 22. Ich weiß nicht, warum ich auf 22 runtergegangen bin. Scheiß Mücken. Mit den Mücken wie mit den Männern. Kann man einfach nicht abwehren. Ja, sicher. Ja, Waffen finde ich immer super toll, super sexy. Genauso wie hier Miguel. Den sieht man einfach nicht mal. Oh, Friedrich, 25, stellt sich die große Frage des Lebens. Ist Pussy Licking vegan, though? Denk mal drüber nach. Es wird mich noch jahrelang beschäftigen. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Einer meiner absoluten Lieblingsaccounts, die ich gefunden habe, ist Marco24. Marco hat super Bilder drin. Zum einen dieses Tattoo. Ich habe ihm übrigens ein Like gegeben, nur damit ich ihn anschreiben kann, um zu fragen, ob dieses Tattoo echt ist. Und er hat gesagt, das musst du schon selbst herausfinden, wenn wir uns treffen. Ich habe es leider nie herausgefunden. Es tut mir leid, ich hätte one for the team, Leute. Ich hätte mich mit ihm treffen sollen. Ich weiß, aber Tinder-Dates? Nein, danke. Dates in generell? Nein, danke. Tschüss. Zweites Bild. Drittes Bild, die Tinder-Schokolade. Schokolade, vor allem Schokolade oder Schokolade. Ja, Marco macht mich ein bisschen nervös, bin ganz ehrlich. Ist bestimmt ein lustiger Typ auf jeden Fall. Dann ist es auch immer wieder super witzig. Jetzt hier gerade in Südamerika passiert mir das nicht. Aber in Köln oder Berlin ist es mir passiert, dass man andere YouTuber auf Tinder findet. Dann gibt es aber auch welche, die sich sehr viel auf sich selbst einbilden und an solche Sachen hinschreiben. Fame-Diggers können direkt auf X klicken. Ihr bekommt keinen Shoutout. Yo! Ja, weil du bist so fame. Wow, du bist so fame. Alle Girls wollen nur mit dir tindern, weil du so famous bist. Oh mein Gott. Ich habe übrigens gehört, dass es tatsächlich Typen gibt, die ihr Instagram aufmachen mit ihrer Followerzahl und dann so in den Club gehen und Mädels ansprechen und sagen, hi, ich bin der bababa, um den Mädels mit der Followerzahl zu imponieren. Ernsthaft? Traurig ist das einfach nur. Danny, 23. Flugzeug. Danny, bist es du? Hallo. Ja, leider weiß ich jetzt nicht, wer wer ist, aber ich finde es einfach super romantisch, dieses Bild. Ich möchte auch Akro-Yoga mit Danny machen. Ich kann unten oder oben sein beim Akro-Yoga. Was auch immer super ist, wenn die Typen ihre Kinder mit auf dem Bild haben, da kann man jetzt eigentlich nichts gegen sagen. Vielleicht suchen sie halt gleich eine Frau, die gleich Bescheid weiß. So, ich habe ein Kind, damit muss die Frau klarkommen. Völlig in Ordnung. Aber wenn dann noch die Ex-Frau drauf ist und mit einem Smiley, den Smiley habe nicht ich drauf gemacht bei der Frau, sondern dieses Bild existiert mit diesem Smiley so. Hast du nicht ein anderes Bild, wo deine Ex-Frau vielleicht nicht mehr drauf ist? So eins oder so vielleicht. Ganz lieb sind mir auch die Leute, die sich selbst und Tinder viel zu ernst nehmen und dann solche Sachen schreiben. Intelligenz geht vor. Keine Booty Calls. Schreib nie zuerst. Hat seine Gründe. Was für Gründe? Mach dich doch nicht interessanter, als du bist. Und tu doch nicht so, oh, ihr müsst mich erobern. Schreibe nie zuerst. Hat seine Gründe. Es ist nicht so, als ob irgendwie gerade du von Veganismus redest und ich dich nach deinen Gründen frage. Es geht hier um fucking Tinder. Willst du damit die Welt verändern, dass du jetzt nicht zuerst schreibst? Oder was ist dein Problem? Jonas hat sehr ausdrucksvolle Bilder, aber wenn ich halt das Gesicht abschneide,
ist das immer, ist halt einfach kein, macht, ist kein gutes Zeichen, würde ich sagen. Aber toller Kaffee. Und dann gibt es noch überraschenderweise unheimlich viele Leute, die einfach ein Bild von sich am Holocaust-Denkmal in Berlin haben. Ja, mit 15 habe ich da auch Bilder gemacht, weil ich noch dumm und jung war. Aber Leute, mit Mitte, Ende 20, Anfang 30, bitte, wisst ihr, ja, jeder macht Fehler, aber auf Tinder ein This could be you. Klingt verlockend. And this could be you too, I guess. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denn schon für Tinder-Erfahrungen hattet, ob irgendwie eine gute Geschichte dabei ist, würde mich sehr interessieren. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert. Hier kommt ihr zu meinen letzten beiden Videos. Gebt dem Video einen Daumen hoch, wenn es euch unterhalten hat. Und wir sehen uns auf Tinder nicht in meinem nächsten Video. Bis dann. Die Mücken fressen mich. So wie ich die Männer fresse. She's a man-eater.